herzlich zu einem neuen Urlaubsvlog. Hier wird brav eingeschmiert, Schmierstation Diamanta. Papa ist wieder eine kleine Memme. Was ist das? Was soll das sagen? Es ist kalt. Gebiete, Papa. Niemand ist so empfindlich wie Papa und Patrick, oder Michelle? Das sind die Affen. Die Kinder sind schon alle eingeschmiert. Komm mal her, Papa. Du willst mich noch quälen, ich schwöre. Ich wechsle die Kamera aus, cool, damit das dokumentiert wird, wie wir jetzt den Papa quälen. Schau da mal live, so wie ich in den Armen, meinen Armen. Ah! Michelle! Jetzt weg! Mein Gott, alles ist auf Michelle. Lara! Nein, Michelle, schmier dich selber bitte. Okay. Ich schmier euch eine. Geh weg! Ah, halt mal was in der Hand. Mit dir nehmen? Ich will mich jetzt, selber. Mein Gott, okay, ja, halt aus. Gib hier die Creme. Ja. Ah! Das ist mega kalt. Nein. No, no. Wie kann das kalt sein? Das ist Raumtemperatur. In welchem Raum wohnst du bitte? Wir warten. Gib mal diese Arifa. Aber die Mama, die ist die am heißesten Duschen. Papa, ich hab mir aber auch was an. Ja. Wie kann das sein? Was ist das, Diana? Das ist nicht eins wie... Soll die Seele von mir weglaufen, oder was? Was ist das für ein Gesicht? Die kleine irgendwo, keine Ahnung. Da oben. Geht die Sonne nicht an, sondern ich steh vor der Füllcreme drauf. Ja. Ich bin noch weißer mit der Creme, als es vorher war. So. Die Mama war beim Bäcker und hat schon Frühstück geholt. Und auch den coolen Eistee. Ich habe gleich 10 davon mitgenommen. Das will ich gar nicht mehr. Ja, du kriegst auch was. Moment. Schau, du das in den Kinderwagen. So. Machst du hier was? Also, ich habe viele, also eins, nur eins Schokokosto. Der restliche ist mit weißer Schoko. Wer will weiße Schoko? Ich will weiße Schoko. Ja, ihr müsst, ich hab nur eine schwarze. Braune Schokolade. Okay, das ist weiße Schokolade, oder? Ich kann wieder nicht an Schokolade. Das ist weiße Schokolade, oder? Wollt ihr es euch teilen? Das ist weiße Schokolade. Der Philipp kann nicht mehr, ich will als erster haben. Ja, ich. Moment. Machst du vielleicht das dann? Wow, das ist eine Mini. So, war die weiße Schoko? Ja, für uns habe ich eigentlich mit Mehl genommen, aber ist egal. Okay. Mit was, mit Honig? Das ist das mit Schokolade, wie teilt ihr euch? Es gibt auf jeden Fall noch zwei mit weißer Schokolade. Ich habe für uns mit Marmelade gekauft, also mit Honig. Honig gibt es auch? Ich finde, da ist Vanille drin, glaube ich. Meine Sammel Vanille. Vanille ist halt weiße Schokolade gesagt. Oder so, ja. Aber lecker. Oder? Ja, was soll das? Ich habe den Philipp, Patrick, passt ganz klar. Was ist das? Come on. Nachdem wir nass sind, Mama, wisst ihr, was wir machen? Was? Wir hauen uns alle auf dich. Ich hab die Kamera in der Hand. Ich sag, Kamera Aquatica. Auf alle auf den Patrick. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Alle auf Patrick. Ja. Ja, die Kamera in die Hand. Mach ich vor. Ja, Mama, ich schwöre, das ist Luisa. Luisa. Philipp, ciao. Ich hab noch nicht so was gesehen. Ja, komm zurück. Ich frag mich, was sie die ganze Zeit macht. Sie, hallo. 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 Aber
Ja, hier ist er so schleimig, oder? Ja. Ja. Aber ist sicher urcool. Ja, aber der hat sich das ja nicht gesehen. Darf man auf Haltesteine fahren? Was macht das denn schnell? Darf man auf Haltesteine fahren mit dem Boot? Ich weiß nicht. Liegt der seitlich? Aber so zwischen die Häuser? Ist das normal? Das war schon Angst ein bisschen, oder? Wenn sowas ist. Einmal war schon ein Unfall bei einer Flugzeug. Ja, komm hier. Oh mein Gott! So, die Eltern holen jetzt was. Also sich mal ein Kaffee in erster Linie und für die Kinder Eis, aber der Strand ist so heiß, also der Sand. Ach, so richtig weh im Fuß. Die Füße nicht im Sand drin, dann nicht am Meer. Ich kann nicht mehr halten. Ich weiß nicht, was die Mama hat, aber ich liebe das. Nichts so schlimm. Mama ist eine Meme. Ich liebe das. Wie du liebst das. Du kitzelst dann die Füße. Ciao. Ciao. Die Runde Cola, wenn die Lauflöcher, gell? Okay. Aber das müssen wir. Zünden wir bestimmt mal die Getränke und dann das Rest. Okay. Papa ist Kellner. Bitte, du nicht herumspielen, weil gleich liegt der ganze Kaffee am Boden. Ich sehe da schon kommen. Blitsch. Wo wollen wir? Wo wollen wir? Next one. Also hier. Da. Einmal habe ich meine Füße kalt. Damit ich es aushalte. Ah, jetzt ist gut. Ah. Was? Das stimmt nicht mit dir. Fakir. Ich stolpe, ich greife und dann alles. Wehe deiner Haut. Eine nice Haut. Kannst du mir deinen Kaffee geben? Mein Strandtag aus. Der Philipp ist wie eine kleine Babyklette. Bist du meine Babyklette? Ja, ja. 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 Patrick. Der Patrick. Oh. Geile Friese, Patrick. Okay. Oh, ist das so arschkalt. Ist windig, gell? Geht's jetzt Essen kaufen? Ja. Heute haben wir Biardine, wenn ich muss, dann Untertitel machen und die Musik weg. Und Pommes und Biardine. Was hast du denn drin auf Salami? Ja. Kommt mir gar kein Käse? Papa, du. Aber auch Salami. Cola? Verde. Aber das ist auch Salami. Mhm. Und wie schmeckt deine Lasagne? Das ist sowas wie ein Salami-Wrap. So, meine Lieben, wir sind schon im Haus, also in der Wohnung, weil es zum Regnen begonnen hat. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber es regnet jetzt nicht mehr, oder? Aber ganz wenig. Nein, jetzt tropft es nicht mehr. Aber ganz wenig. Schauen wir mal kurz zum Meer rüber. Ah ja. Wie man sehen kann, da sind tatsächlich noch Menschen. Nein, es regnet noch ein bisschen. Schau mal, was ich gefunden habe. Ja, auf jeden Fall bin ich... Ja, du bist Ariel. Auf jeden Fall... Ariel? Auf jeden Fall bin ich mit den Kleinen, mit den drei Kleinen, alleine rauf und habe sie schon mal geduscht. Wenn du einfach mit einem Fünfjährigen verheiratet bist. Kennst du das? Hallo, ist für dich. Wer ist? Oma. Ah.
Auf jeden Fall. Wenn es so bleibt, können wir eh noch was unternehmen, oder? Ja, aber wir gehen wieder ins Wasser, oder? Na, ich bin jetzt frisch geduscht. Geh ich nicht mehr ins Wasser. Beste Piadine, die ich heute gegessen habe. Mit kruder Rucola. Ja, heute haben wir ein bisschen in die Hose gegriffen mit unserem Mittagessen. Gestern war es richtig cool, da haben wir ja nicht geblockt. Aber heute, no. Ich habe ja eine Piadine, genau. Piadine mit Rucola. Davon, oder? Genau. Ich habe ja gedacht, das ging mit Käse, irgendwas. Aber das war nur Rucola. Ja, Brot mit Rucola. Es erinnert mich ein bisschen an McToast, hat es mir erinnert. Aber im McToast ist zumindest Schinken und Käse drin. Ja. Aber sogar das McToast ist besser, weil es ist viel weicher. Ja. Ja, McToast. Heißt das so McToast? Ja. Oder? Ich glaube schon mit Toast. Dieses Ding, was man zum Frühstück. Ja, das ist so ähnlich von der Konstruktion, war sehr ähnlich. Aber vom Geschmack? Kannst vergessen. Das Piadine war mir viel zu und hart. 6 Euro, wirklich ein bisschen Brot mit Rucola, das fand ich schon extrem teuer. Mit 6 Euro haben wir gestern eine Pizza bestellt. Mhm. Und das ist schon ein Unterschied zwischen einer Pizza mit. Aber man merkt auch, dass hier Belag die Preise drauf teurer geworden ist. Ich weiß nicht, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob es bei euch in eurer, wo ihr Urlaub gemacht habt, auch teurer geworden ist. Bei uns definitiv. Also ja, da kommen viele sind 20%, oder? Auch die Unterkunft. Und naja, früher haben wir für eine Fritto Misto 8 Euro bezahlt, jetzt ist es 15. Also okay, 50%. So, meine Lieben, ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde geschlafen, weil ich war so kaputt. Der Philipp hat die letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Jetzt sind aber mittlerweile auch alle schon ready. Ich habe mich auch angezogen. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen raus. Let's go. Wo ist der Philipp? Hat er bestellt. Habt ihr den Autoschlüssel? Ja. In meiner kleinen Tasche. So, wir warten jetzt, dass alle kommen. Auf jeden Fall Geschichte, lustige Geschichte gestern. Die Michelle hat die Tür geöffnet und hat den Schlüssel gebrochen. Kurz bevor wir schlafen gehen wollten. Das war richtig lustig. Check-in schon zu. Wir haben gedacht, wir bleiben draußen. Aber der Patrick, der Retter in der Not, hat uns gerettet. Er hat nämlich die Tür irgendwie aufbekommen. Und jetzt sind wir bei Romania Shopping. Wo sieht man das überhaupt? Yes. Der Mann hat Angst. Das im Gegenverkehr oder das macht er? Nein, das passt. Der fährt, ja, der fährt im Gegenverkehr, ja. It's a genius. Aha, der hat uns einfach jetzt einen Parkplatz weggesneakt. Ich kann hier auch parken. Aber hier ist Shuttle. Rechts, links. Ich glaube, letztes Mal haben wir auch hier geparkt. Das weißt du sicher nicht. Sicher, ich weiß, dass es ungefähr da in der Mitte ist. Der Papa, der sich an alles erinnern kann, aber nicht mehr das, was er gestern gegessen hat. Ja, wenn man irgendwie irgendwas erzählt, weißt du, das spätestens morgen nicht mehr, aber an das, dass wir vor einem Jahr genau diesen Parkplatz sind, und das weiß er noch. Niemand meckern, ich sag dir. Halt. Raus ist es halt. Wir gehen ein bisschen Shopping, also wir brauchen ein bisschen Wasser und ihr wisst ja, Supermarkt im Ausland ist immer das Beste. Jo, der Patrick. Machst du auch so? Komm, Lisa. Yes. Sag dir die Mama, wenn sie durstig ist oder hungrig. Durstig. Der Mittagsschlaf hat mir definitiv gut gesagt. I have energy. Heute gehen wir in der Disco, Mama. Also das ist ja ein Mörderbereich, oder? Ja, Killer. Das ist alles eine Metzgerei. Bist du Wahnsinn, der riesig ist. Unfassbar. Ich glaube, das ist unser größter Supermarkt, den wir jemals fahren, oder? Ich glaube, noch nie ein größerer. Aber wenn man, Rumänien. Ja, also so kenne ich auch nicht so groß. Aber wenn man so einen Bereich sieht, ist schon makaber ein bisschen, oder? Man könnte sogar Menschen hier verschwinden. Ja. Faschierten. Ich esse so gern Hackfleisch. Ja. Will jemand Latte di Capra? No. No. Was ist das? Buone Mamo? Oder Tiramisu, die schon gegessen wurde? Es ist gut, aber es hat ihn doch nicht geschmeckt. Diana? Machst du ein Tiramisu, der schon halb gegessen ist? Ich glaube, der hat ihn zurückgebracht. Na, das schmeckt nicht gut. Ja, ziemlich schön verpackt. Scheiße. Ein Tiramisu, der halb gegessen ist. Was denn? Ja, wahrscheinlich hat ihm nicht geschmeckt. Entschuldigung, ich habe eine Reklamation. Das schmeckt scheiße. Also etwas zum Trinken brauchen wir auch. Wir holen uns Bira Moretti. Natürlich auch ohne Alkohol. Wo ist der Philipp? Papa! Wir haben gar nicht mehr gevloggt. Wir waren als letztes
im Supermarkt und jetzt sind wir essen gegangen. Und zwar haben wir jetzt uns heute für Kebab entschieden. Kebab und Pommes. Magst du auch Pizza, Luisa? Das sieht besser aus. Das sieht besser als von gestern. Ja, voll. Wieder im Zimmer angekommen, meine Lieben. Papa quält gerade den Philipp. Eigentlich zieht er ihn eigentlich den Body kurz an. Ich bin jetzt im Zimmer und bin vor dem Regen geflüchtet. Das hat mich zum Regnen begonnen. Jetzt essen wir noch eine Nektarine. Hier ist die ganze Bande. Bist du sandig auf den Füßen? Gehen wir schlafen? Achso, da gibt es den. Ah ja. Kann ich mal ausprobieren? Jetzt wird das neue Spielzeug inspiziert. Ich werde mir jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Und spät wieder. Moment, 30 Sekunden. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.